Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute hier im Kabinengeflüster zu besuchen. Schön, dass du da bist und schön, dass du auch wieder auf dem Rasen stehst. Erstmal vorneweg die Frage, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Wie du schon sagst, einfach schön, mal wieder auf dem Rasen zu stehen, wieder fit zu sein. Jetzt auch nach dieser langen Verletzung, ja. Macht Spaß. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit der ersten Frage. Die ist direkt eine Videofrage an dich. Ich würde dich einfach mal bitten, auf Frage 1 zu klicken und dir das Ganze mal anzuhören. Hi Pogge, meine Frage an dich. Wie war das Gefühl, nach deiner langen Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen? Coach Olli. Ja. Ja, vielen Dank für die Frage, lieber Olli. Das Gefühl war natürlich eigentlich unbeschreiblich. Wie gesagt, war eine lange Leidenszeit, mal wieder die zweite schwere Verletzung jetzt auch hier in meiner MSV-Zeit. Und war einfach ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, ja. Wir müssen leider noch ein bisschen bei dem Thema bleiben. Die Leute scheint es zu interessieren, wie das für dich war, deine Leidenszeit. Leider, Nico Merks möchte wissen, was war das Schlimmste für dich während deiner langen Verletzungspausen? Das Schlimmste war eigentlich so gerade zuschauen zu müssen, wie das Team spielt und wie das Team auf dem Rasen steht. Gerade bei meiner ersten Verletzungszeit lief es ja sportlich auch nicht so gut. Das war jetzt natürlich viel besser, deshalb konnte man auch mal gut von draußen zuschauen, hat ja auch Spaß gemacht zuzusehen. Haben guten Fußball gespielt über meine Verletzungszeit und ich hoffe jetzt einfach, wenn ich wieder dabei bin, dass es so bleibt, dass wir weiter erfolgreich spielen und so kann es weitergehen. Am schönsten ist es also auf dem Rasen natürlich, deswegen möchte Max Meiderich auch wissen, wie würdest du das Gefühl, auf dem Rasen zu stehen, mit drei Adjektiven beschreiben? Mit drei Adjektiven, das ist eine schwierige Frage. Ja, das ist nicht leicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall leidenschaftlich, kämpferisch und einfach erfreut, weil es einfach ein gutes Gefühl ist, auf dem Platz zu stehen. Ja, das passt doch, das klingt gut. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu auf dem Rasen. Deswegen die nächste Frage, hast du einen persönlichen Glücksbringer? Nee, habe ich nicht. Eigentlich nicht. Kein Talisman oder sonstiges. Als Glücksbringer würde ich vielleicht einfach meine Familie oder meine Freundin dazu zählen, die mich halt auch jetzt durch die schwierige Zeit immer begleitet haben und immer eine große Hilfe für mich sind. Okay, gut. Dann machen wir eigentlich direkt weiter mit der nächsten Videofrage. Die kommt von Tim. Selbes Spiel wie eben. Ich würde dich bitten, Videofrage Nummer 2 anzuklicken. Genau. Hey Pogge, ich würde gerne wissen, auf welche Position du spielen würdest, wenn du nicht Außenverteidiger wärst und warum? Eine gute Frage. Ich denke, dass ich auch weiter auf der linken Außenbahn dann spielen würde. Und dann bleibt halt nur linkes Mittelfeld, genau. Also gerne ein bisschen offensiver? Wie gesagt, meine Hauptposition ist linker Verteidiger. Ich wurde ja auch so in den letzten Jahren eigentlich nur als Linksverteidiger eingesetzt, weil es auch eine Position ist, wo, glaube ich, relativ häufig auch Bedarf ist in den Vereinen. Von daher habe ich jetzt eigentlich auch immer nur Linksverteidiger gespielt, wenn ich fit war. Okay, die nächste Frage kommt von Laurenz WLG. Er fragt, was war deine Motivation, Fußballprofi zu werden und was kannst du dir vorstellen, nach deiner Karriere zu machen? Zur ersten Frage, was meine Motivation war, glaube ich, ganz klar, einfach wie jeder kleine Junge früher, der die Fußballstars im Fernsehen gesehen hat, wollte ich natürlich dann auch gleich das Gleiche tun, vor großen Zuschauerzahlen Fußball spielen zu können. Ja, was ich nach meiner Karriere machen will, weiß ich jetzt eigentlich noch nicht. Aktuell konzentriere ich mich eigentlich auf meine Fußballlaufbahn. Klar ist auch wichtig, zu wissen, was man nach der Karriere macht. Dafür mache ich halt jetzt nebenbei ein Fernstudium noch. Aber wo es jetzt genau hingeht danach, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Du hast ja noch ein paar Jahre, du bist ja noch relativ jung, hoffentlich geht es bei dir noch lange weiter. Trotzdem, kleine Zwischenbilanz möchte hier jemand ziehen. Die nächste Frage ist, bist du mit deiner Laufbahn bis jetzt zufrieden oder würdest du einige Entscheidungen anders treffen? Also ich bin auf jeden Fall jetzt so, wie es jetzt gelaufen ist, bin ich sehr zufrieden. Klar, im Nachhinein kann man immer schwer sagen, denke ich, ob es jetzt alles die richtigen Entscheidungen gewesen sind, die man getroffen hat.
Aber doch, im Großen und Ganzen bin ich so zufrieden, wie es jetzt ist. Ich spiele jetzt beim SV Duisburg, ist ein großer Traditionsverein mit super Fans, eine tolle Mannschaft, super Stimmung und ja, bin sehr froh, hier zu sein gerade. Das klingt gut. Jetzt haben wir zum Abschluss noch die allerletzte Videofrage. Du kennst das Spiel? Mhm. Hey Pogge, könntest du dir vorstellen, einen Vertrag bei uns zu verlängern, wenn du ein neues Angebot bekommst? Viele Grüße. Naja, ich glaube, das habe ich ja eben schon zum Teil beantwortet in der letzten Frage. Ja klar, also wie gesagt, ich fühle mich hier sehr wohl, habe mich hier gut eingelebt, eigentlich von den ersten Wochen ab an. Und ja, der MSV Duisburg ist ein super Verein, Traditionsverein, wie ich schon gesagt habe. Die Stimmung ist immer gut, die Fans unterstützen einen, die ganze Stadt steht hinter dem Verein. Und klar, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch hier längerfristig zu bleiben. Sehr schön, da werden sich einige da draußen freuen. Pogge, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für uns im Kabinengeflüster. Waren sehr schöne Antworten dabei. Ich wünsche dir für deine Zukunft allen viel Glück und vor allem ja, viel Gesundheit auch. Danke dir. Zebras bekommen frischen Rasen. Nach 6 Jahren wurde er nun erneuert. Der alte Rasen in der Schauinsland-Reisen-Arena wurde durch einen neuen ersetzt. Die knapp 8000 Quadratmeter sind innerhalb eines Tages verlegt worden. Finanziert wird die Erneuerung von Schauinsland-Reisen. MSV-Fans können sich ein Stück des alten Bodenbelags sichern. Limitiert stehen 350 Pizzakartons mit einem Stück des ereignisträchtigen Bodens für 19,02 Euro bereit. Barış Özbek besucht Schlupfloch e.V. Jede Strafarbeit bringt auch etwas Gutes mit sich. So besuchte der rotgesperrte Barış Özbek den Verein Schlupfloch in Neumühl. Neben Autogrammen und Fotos gab es vor allem Gespräche zwischen den Jugendlichen und dem Fußballprofi. Es hat mir sehr gut gefallen, war immer eine interessante Sache, auch junge Leute wieder kennenzulernen und auch mit denen zu sprechen. Ja, über die Probleme jetzt nicht so viel, aber insgesamt, wie das hier einfach so abläuft im Schlupfloch, ja, das hat mir sehr Spaß gemacht. Schlupfloch e.V. hilft Jugendlichen bei der Wiedereingliederung in Gesellschaft und Alltag. Dabei stehen die Vermittlung von Lob und Anerkennung, Gruppengefühl und Wertvorstellungen ebenso im Mittelpunkt wie die Klärung von finanzieller und sozialrechtlicher Fragen. Zebravision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.